Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute bin ich mit meiner Freundin auf einer kleinen Bushcraft-Tour und teste eine neue Low-Budget-Hängematte. Dazu mache ich noch ein paar Burger und das habe ich schon sehr, sehr lange geplant. Ob diese Burger gut geworden sind und wie mir die Hängematte gefällt, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Bevor das Video beginnt, schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie du am liebsten kochst. Auf offener Flamme, mit einem Gaskocher oder mit einem Spirituskocher. Dazu findest du hier oben auch eine kleine Abstimmung. Ja, für besonders leckere Burger braucht man natürlich gutes Fleisch. Ich empfehle aber auch, und das vernachlässigen viele, einen richtig guten Käse. Das heißt zum Beispiel einen 9 Monate gereiften Cheddar-Käse. Das macht schon viel im Geschmack aus. Und die Brötchen vorher schön antoasten bzw. anbraten, ja, könnte man es fast sagen, in der Pfanne. So mache ich das ganz gerne. Und dann zeige ich euch jetzt mal insgesamt, wie ich diese Burger gemacht habe und ob sie denn auch lecker geworden sind. An dieser Stelle möchte ich nochmal alle, die neu sind auf dem Kanal, herzlich willkommen heißen. Ja, in letzter Zeit hat sich ja schon relativ viel auf dem Kanal getan und ich hoffe, das geht auch so weiter. Ja, ich bin immer bestrebt, besser zu werden und gute Videos rauszubringen und ihr bekommt immer einmal im Monat ungefähr so eine kleine Bushcraft-Tour, ja, wo ich ein bisschen koche, ein bisschen was Neues ausprobiere und wo wir dann auch ein paar Minuten miteinander quatschen und ich euch auf den neuesten Stand bringe, was so in nächster Zeit für Videos kommen und was so Sache ist. Ja. Und dafür schon mal relativ wichtige Info. Ja, ich ziehe jetzt um, in knapp 10 Tagen müsste es von jetzt an sein, so in dem Dreh. Ja, und hole mir am Ende des Monats auch endlich meinen heiß ersehnten Hund. Ja, die öfter schon mal Bushcraft-Touren geschaut haben, die wissen, warum ich endlich sage. Ja, ich freue mich auch schon total drüber und meine Frau auch. Also das wird klasse, sag ich mal. Ja, endlich mal wieder habe ich einen Hund, einen treuen Begleiter, den ich auch auf meine Outdoor-Tour mitnehmen kann. Und ich verspreche euch jetzt schon, ihr werdet genervt, möchte ich euphemistisch sagen, von Aufnahmen von dem Hund, ja. Und der wird natürlich immer dabei sein, ein kleiner treuer Begleiter. Gleichzeitig möchte ich euch damit natürlich auch ein bisschen warnen. Es kann sein, dass in den nächsten 3, 4, 5, 6 Wochen weniger Videos oder weniger aufwendige Videos kommen. Das tut mir dann leid, wenn es dann so ist. Aber ich muss mich ein bisschen um Privatleben kümmern. Ich versuche ein bisschen vorzuproduzieren, jetzt gerade, ja, in der Zeit, wo ich jetzt das hier gerade aufnehme. Einfach, damit ihr genug habt, während ich am Umziehen bin und ähnliches, kann aber nicht hundertprozentig versprechen, dass das klappt, weil im Juni bin ich dann sozusagen mit dem Training vom Hund beschäftigt und im Juli ist bei mir totales Mittelaltermonat und im August bzw. Juli zu August über und dann im August sind viele, viele Süddeutschland-Touren und Besuche geplant, auch bei anderen YouTubern. Ja, lasst euch da ein bisschen überraschen, was da kommt. Und das heißt, ich habe jetzt richtig viel zu tun die nächsten 3 Monate und wollte euch nur einmal ganz kurz gesagt haben, damit ihr Bescheid wisst, da kann es passieren, dass vielleicht ja, mal kein Video oder nur ein Video die Woche kommt oder ähnliches. Ich bitte dafür um Entschuldigung.
Ja, ihr habt ja jetzt den Aufbau der Hängematte gesehen. Ja, es ist vielleicht ganz gut für Hängematten-Fans an sich und natürlich auch für Tarpspanner, wenn man den einen oder anderen knoten kann. Ich empfehle euch ein paar Videos zu Saki, ja, zwei der wichtigsten Knoten meiner Meinung nach, verlinke ich euch dann natürlich unten. Ja, das ist der Achterknoten und der Topstehknoten. Ja, das sind für mich so die allerwichtigsten Knoten, die man irgendwie im Tarpaufspannen, Hängemattenbereich irgendwie ja, haben kann und von denen man auch unbedingt wissen sollte, wie sie funktionieren, denn das ist auf Dauer echt sehr hilfreich. Ja, aber euch interessiert bestimmt noch ein kleines Fazit zur Hängematte. Ich muss sagen, die Hängematte, ja, die begeistert mich jetzt im Endeffekt nicht so riesig. Ich habe sie mir bei Banggood geholt, ja, beziehungsweise ich muss sagen, es gibt von dieser Art von Hängematte Tausende auf dem Markt. Ja, das ist ein Massenprodukt in dem Sinne. Und es kostet knapp 22 Euro bei Banggood. Und man bekommt bessere bzw. gleichwertige bei Amazon für ebenfalls 20 Euro. Ja. Also nochmal 2 Euro günstiger und man muss nicht 2 Wochen auf die Lieferung warten. Warum ist jetzt diese Hängematte nicht das Gelbe vom Ei? Zum einen ist sie ein bisschen zu klein für mich, muss ich sagen. Das soll aber hier kein Negativkritikpunkt sein, weil Größe ist etwas, was man vorher sehen kann. Ja? Also man kann sich vorher aussuchen, ob man damit zurechtkommt mit der Größe. Ja? Das heißt, ich werde das hier nicht in meine Wertung einfließen lassen. Aber es fehlen zum einen Baumstraps extra. Deshalb muss man relativ gut mit Knoten zurechtkommen, weil die blauen Schnüre, die ihr gesehen habt, sind die einzigen, um es am Baum zu befestigen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass zum Einhaken vom Karabiner nochmal so um den Baumschlinger sind. Ja, die sich ein bisschen mehr schon mit Hängematten beschäftigt haben oder mal eine bei Decathlon gekauft haben, wissen jetzt, was ich meine ungefähr. Ja. Das ist ein bisschen schade, dass es fehlt. Und vor allen Dingen bei den 20 Euro Hängematten, die man auch sonst bei Amazon oder halt direkt bei Decathlon kaufen kann, da sind die halt schon dabei. Ne? Das ist ein bisschen schade. Zweiter Negativpunkt, die Verarbeitung ist, ja, so halb solide und das Mückennetz hat halt jetzt schon 2 Löcher, ja. Also ich habe die bis jetzt 3-mal aufgebaut und ich denke mir, das kann es nicht sein. Deshalb, ich empfehle euch nicht, diese Hängematte zu kaufen. Aber wenn ihr irgendwie eine Art von günstiger Hängematte sucht, packe ich euch unten einen Link rein, ja, zu einer ähnlichen Hängematte mit Straps. Und ansonsten geht zum Decathlon und holt euch da die Standardhängematte. Da macht ihr auch nichts mit falsch, sage ich euch ganz ehrlich, ja. Aber so ist das, ne. Es ist nicht immer das Perfekte, was man bestellt, aber trotzdem, die Hängematte jetzt, die wird meine Freundin bekommen, wenn wir ab und zu mal rausgehen und chillen und dafür ist sie absolut in Ordnung, ja, muss ich sagen. Also da gibt es dann auch wiederum nichts zu meckern bei dem Preis- und Leistungsunterschied. Man kann dann halt sagen, sie ist nur zum Chillen draußen, wenn man jetzt gerade eine kleine Bushcraft-Tour macht. Ähnliches, dann geht das eigentlich ganz gut. Ja, kann man sie auch gut hinsetzen und ähnliches. Also dafür ist sie dann durchaus geeignet. Ah, es ist nicht herrliches Wetter, Leute. Ah, fantastisch. Endlich ist wieder Sommer. Ich freue mich, ne? Ich muss schon sagen, ich schwitze lieber ein bisschen, als dass ich friere. Es geht aber auch jedem ein bisschen anders, ne? Also ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass ihnen so über 20 Grad schon zu viel sind. Mir nicht, obwohl wir gerade auch nur 17 haben, ja? Ansonsten ist diese kleine Bushcraft-Tour hier auch schon wieder vorbei. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und ihr konntet auch vielleicht ein bisschen was mitnehmen über Hängematten, über Kochen etc. Ja. Hier findet ihr jetzt weitere Videos zu Bushcraft-Touren und Ausrüstung. Ja, einfach mal draufklicken, wenn euch das interessiert. Und ansonsten lasst diesem Video ein Like da und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.